Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Wenn euch die Videos hier auf dem Kanal gefallen, würde ich mich über ein Abo freuen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Dort werden wir heute den Solo-Plattform-Cup spielen. Und als Highlight-Video werden dann auch die Highlights vom gestrigen Cup spielen, den wir natürlich auch auf Twitch gestreamt haben. Ihr könnt natürlich auf Twitch auch gerne ein Follow dalassen, wenn ihr es doch nicht getan habt. Dazu werden heute auf jeden Fall die Highlights kommen. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt allerdings den Item-Shop an und heute haben wir keine St. Patrick's Day Skins mehr, beziehungsweise nicht mit diesem besonderen Shop dort zusätzlich. Ich würde mal sagen, wir beginnen auf der linken Seite. Dort haben wir den Unterdrücker-Skin, einmal in der Standard- und in der blauen Variante. Dazu gibt es dann die Plasma-Klingen-Spitzhacke, ebenfalls in Rot und Blau. Dann als nächstes gibt es dazu noch die Dreieck-Muster-Lackierung. Und dann haben wir als nächstes noch den Rote-Jade-Skin. Dann die freche Wurst, hierzu bekommt man eine Contrail direkt mit dem Skin dazu, das heißt im Prinzip im Wert so ungefähr von einem grünen Skin und dann hat man eben halt noch das Contrail dazu, was auf jeden Fall ganz nice ist, passt eben halt ja auch thematisch ganz gut zusammen, diese Würstchenkette mit dem Würstchen-Skin. Einmal habe ich hier als Varianten ohne Kopfbedeckung und dann Standard mit Kopfbedeckung, wie ja mittlerweile tatsächlich bei sehr, sehr vielen Skins. Dann haben wir als nächstes den Cobra Skin, dann als nächstes den Gage Skin und dann voll ablachen. Dann haben wir heute eine neue Lackierung und zwar Sterngucker, die ist animiert, bewegen sich leicht die Wolken und dann glitzern manchmal die Sterne so ein bisschen auf. Ist jetzt aber keine extrem starke Animation. Dann haben wir als nächstes den Matte Tanz. Und dann haben wir als letztes noch Höhenüberladung. Passt ja eigentlich ganz gut zum Mathe-Tanz, so thematisch. Das war's dann mit dem Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.